Hallo und herzlich willkommen zu Vlogmas Tag Nummer 21. Schlaflose Nacht Nummer 12 habe ich jetzt auch rum. Ich habe mich die ganze Zeit nur rumgewälzt und immer gehofft, so hoffentlich schlafe ich jetzt mal so ein. Aber irgendwie wollte alles nicht so bequem sein. Naja, ich werde schon hoffentlich irgendwie die Sitzung rumkriegen. Wir haben jetzt 12.45 Uhr, ich bin mich langsam so am Fertigmachen. Also habe mir gerade schon Gesicht ein bisschen gewaschen, Zähne geputzt. Und ja, lass das ein bisschen einwirken, das Serum, was ich drauf habe. Und dann werde ich mich schminken, damit ich mein Masking soweit ja vollführen kann. So sehe ich halt jetzt aus. Ich bin nicht zufrieden damit, wie ich aktuell aussehe. Dafür gibt es ja zum Glück Make-up. Und es wird die Magie vollführen, dass ich wieder einigermaßen okay aussehe, obwohl ich nicht okay bin. Also nicht so ganz okay. Ich hoffe, mir werden keine groben Fehler passieren und dass ich nicht irgendwie extrem durcheinander sein werde. Ich habe noch ein bisschen Zeit, bis ich los muss. Also wir müssen so um 15 Uhr los, weil das ist ja über eine Dreiviertelstunde Fahrt. Und um 16 Uhr geht's los und ich bin lieber immer ein bisschen früher da. Auch allein schon, weil ja alles kontrolliert und gecheckt werden muss. Ich bin ja froh, dass ich nicht extra noch getestet werden muss, weil ich ja dreifach geimpft bin. Ich hoffe, mir gelingt irgendwie was Schönes. Also ich werde nur ein schlichtes Make-up machen. Also ich denke mal, ich werde Lidschatten so ein bisschen ja goldbräunlich machen und auf den Lippen vielleicht nude, vielleicht rot, mal gucken. Und da muss ich mir noch einfallen lassen, was ich anziehe. Irgendwie auch was Schlichtes, was elegant ist. Mal gucken. Im Moment bin ich ja noch in der Schlabbersache, wo ich drin versucht habe zu pennen. Beziehungsweise habe irgendwann alles ausgezogen, weil ich dachte so, ja, vielleicht kann man dann schlafen. Rixius hat eben ein bisschen rumgeknatscht. Der war aber auch die ganze Nacht wieder nicht bei mir. Also ich habe irgendwie das Gefühl, Katzen fühlen sich mittlerweile gestört dadurch, dass ich mich die ganze Zeit wälze und nicht schlafe und deswegen nicht ins Bett kommen, weil normalerweise sind ja so gut wie beide jede Nacht bei mir im Bett und schlafen auch bei mir, aber ich scheine ihren Schlaf auch zu stören und zu rauben, indem ich die ganze Zeit wach bin und das mögen sie anscheinend nicht. Sonst habe ich es immer genossen, mit den beiden zu kuscheln, wenn ich schon nicht schlafen kann. Aber naja, müssen die beiden selbst entscheiden, wie sie es wollen. Ich kann sie ja nicht dazu zwingen, hier im Bett zu sein, während ich wach bin. Aber irgendwann werden sie schon wieder zu mir ins Bett kommen, hoffe ich doch. Weil das vermisse ich schon, weil man ist es so gewohnt, dass sie bei einem sind. Und wenn sie nicht da sind, dann fehlt ganz deutlich was. Lass nur ein bisschen das Serum einziehen, wie gesagt, und dann lege ich mit Make-up los. Aber es wird nichts Großes. Aber dann sehe ich wieder einigermaßen gut aus. Und dann kriege ich wahrscheinlich auch eher hin, so, ja, so zu wirken, dass es mir gut geht. Also ja, Make-up ist da so wirklich eine große Hilfe, sich wirklich zu maskieren, zu masken, zu zeigen, es ging einem gut. Ich meine, es hat ja auch mit meiner Psychotherapeutin geklappt. Eigentlich müsste sie eine Person sein, die sowas durchschaut. Weil, ja, gelernt und so. Aber selbst da hat es ja, wie ich schon gestern ja angeschnitten habe, leider funktioniert, dass sie so wegen dem Äußerlichen dachte, alles super. Ich habe dann auch immer erzählt, was Tatsache ist. Aber irgendwie trotzdem sagt sie jedes Mal, ja, aber sie sehen so gut aus, ihnen muss es gut gehen. Wo ich mir so denke, nur weil man äußerlich gut aussieht, geht es einem innerlich nicht automatisch gut. In der Fibro-Gruppe habe ich da, also Selbsthilfegruppe, da mal einen guten Spruch gelernt. Wenn man gefragt wird, wie es einem geht, optisch gut. Weil innerlich ist es halt anders. Und ja, ich glaube, das kennen viele chronisch Kranke, dass sie nach außen hin ja anders aussehen und aussehen möchten, wie es ihnen innerlich tatsächlich geht, weil es ist nicht angenehm, darauf angesprochen zu werden, ob man krank ist, wie es einem geht, weil ich, also mir geht's so, mich bringt das immer sehr nah zu Tränen, weil ich einfach nichts mehr zurückhalten kann, dadurch, dass ich ewig nicht richtig geschlafen habe. Also da fehlt einem halt richtig die emotionale Kontrolle, man kann das nicht unterdrücken, es kommt dann einfach. Du kannst da nichts gegen machen. Du willst es unbedingt und kneifst dich vielleicht, um das zu verhindern, aber oder sonst irgendwie was. Du kannst das nicht verhindern. Also wenn es raus will, wird es raus. Sobald jemand irgendwie was in der Richtung sagt oder irgendwas ist. Du kannst
nichts mehr so kontrollieren. Du bist komplett dem ausgesetzt, was dich gerade überrollt. Und das ist das Blöde. Damit das keiner in Anstoß bringt, dass irgendwie da was losrollt, bin ich halt dazu irgendwo gezwungen, das so zu machen. Also um mich selbst zu schützen und nicht komisch angeguckt zu werden. Man sagt zwar immer, jeder Mensch achtet nicht auf andere, sondern nur auf sich selbst und so, dass das kaum einer mitkriegt. Aber es wird gesehen, wenn man irgendwie völlig fertig ist. Und irgendwie die besten Schauspieler sind halt Menschen, die Krankheit kennen. Wir sind einfach extrem da drin geübt, vorzuspielen, dass es einem gut geht. Also ich glaube echt, dass man da so zum besten Schauspieler der Welt wird. Weil das so gut wie keiner hinterfragt, wenn man optisch gut aussieht. Oder halt irgendwie beieinander aussieht oder so. Ich lasse gerade den Primer einwirken und dann ist der Lille zu mir ins Bett gekommen auf meinen Schoß. Das ist sehr schön. Du bist so schön warm. Hm, mein Kleiner. Oh, du bist so ein goldiger Süßer. Hm, Mausezahn. Mein kleines Mausilein. Hm, mit deinem Riesenkringel. Du kleiner Bengal. Hm? Du bist mein Bengalchen. Ja? Oh. So kleine Momente genieße ich wirklich sehr mit ihm. Hm? So versüßt du mir nochmal die Zeit aufs Primer einziehen warten, ha? Huh? Du. So süß. Aber warum bist du jetzt ein bisschen von meinem Schoß runter? Und krallst dich ein bisschen ein, ha? Huh? Du. Weißt du nicht, dass mir das wehtut? Au! Ey! Oh Mann. Warum bist du so süß? Warum weißt du das, hä? Warum weißt du, dass du so süß bist? Au! Au! Schon wieder abhauen? Schade. Ich bin jetzt mittlerweile fertig geschminkt, hab mich auch schon angezogen. Ja, das ist das Make-up für heute. Also nicht sehr viel gemacht und Wimpern aufgeklebt. Ich weiß, da wird sich Markus jetzt wieder dran stören, so von wegen, deine natürlichen Wimpern sind doch viel schöner. Aber ich finde, das rundet so einen Make-up-Look immer ordentlich ab, verstärkt die Augen. Und in der letzten Zeit sind die Augen ja das, was man eher am meisten sieht, wegen der Maske. Und deswegen, ja, der Lippenstift ist es geworden. Ich finde, der ist ähnlich zum Pullover, deswegen habe ich den ausgewählt. Das ist der Globetrotter von Maybelline Super Stay Matte Ink. Ist ja so eine meiner Lieblings-Lippenstift-Reihe. Ich setze jetzt mal die Kamera ab und zeige mal mein Outfit des Tages. Der Pullover hat halt so Glitzerfäden in sich, also der verliert keinen Glitzer. So funktioniert das nicht wirklich. Dann mache ich es anders. Und dazu einfach eine normale schwarze Hose. Also nichts Außergewöhnliches. Und ich denke, dazu werde ich Boots tragen, kleine Stiefelchen. Ja, ich habe hauptsächlich High-End-Make-up mal genutzt. Also meine teuerste Foundation, die Estee Lauder Double Wear. Ja, und der Lidschatten ist Urban Decay Born to Run Palette. Und der Augenbrauenstift ist von The Balm. Ja, also so. Ist hauptsächlich viel oder vieles ist mal High-End, sonst benutze ich eher oft Drogerie. Aber heute war mir mal nach High-End, ja, und ich hoffe, es hält alles aus, denke schon. Ich finde, ich sehe jetzt schon mal viel, viel besser aus und fühle mich auch besser. Also für mich gibt Make-up immer noch ein anderes Mindset und dadurch kann man noch ein bisschen mehr man selbst bleiben oder ja, mehr zusammenbleiben, bei sich bleiben und es sieht halt einem keinen mehr an, wie es einem wirklich geht. Das ist der große Pluspunkt. Man hat halt so, wenn man so lange nicht mehr richtig geschlafen hat, keine richtige Impulskontrolle mehr. Oft weiß ich halt gar nicht, was mit mir los ist, warum ich jetzt irgendwas in der Hand habe oder wo irgendein Gegenstand hin ist oder warum ich jetzt irgendwo stehe. Ich bin oft total durcheinander und ich hoffe, das passiert mir nicht in der Sitzung. Wäre nämlich schlecht, wenn ich auf einmal nicht mehr weiß, was Sache ist. Aber so fühle ich mich schon wieder etwas besser. Und ich habe auch wieder die Kette an.
weil ich dachte, ein Stern und ein Mond passt ganz gut zusammen. Und ansonsten habe ich noch die Kette. Ja, heute mal 3 Ketten. Ich bin jetzt wieder mehr ich selbst, zumindest optisch. Und vom Gefühl her aber auch, weil es mir halt immer noch ein bisschen Sicherheit gibt, wenn ich Make-up trage. Wir müssen jetzt auch schon gleich los. In einer Viertelstunde spätestens müssen wir los, weil wir haben jetzt schon 3:15. Hier sieht man mal, was ich heute verwendet habe. Das war der Primer, die Foundation, der Concealer, das ist der in Healthy Glow. Das ist die Lidschattenpalette. Der Eyeshadow Primer, der Bronzer, das ist der Augenbrauenstift. Highlighter und Blush. Der Lippenstift. Die Mascara. Das waren die Wimpern in der Nummer. Fixing Spray. Und Setting Spray. Und das ist das Augenbrauengel. Ich bin jetzt mittlerweile schon längst wieder zu Hause. Ich habe gerade noch was gegessen. Aber ich habe heute noch gar nichts gegessen. Irgendwie komplett vergessen. Nicht realisiert. Vielleicht willst du noch was vor der Sitzung essen. Ja, die Sitzung ging jetzt von 16 Uhr bis knapp 19.20 Uhr. Und seit 9:15 bin ich jetzt wieder zu Hause. Wir haben jetzt 9:55 sogar schon. Ich werde jetzt nur noch gleich Vlogmas bearbeiten und alles fertig schneiden. Ja, werde heute jetzt eigentlich nichts mehr machen. Ich habe zum Glück die Sitzung soweit gut hinter mich gebracht. Also ich bin überall mitgekommen. War jetzt nicht so, dass ich nicht wusste, was jetzt gerade Sache ist. Also zum Glück hat mich die Verwirrung nicht gepackt. Aber es war schlauchend, dass die Sitzung so lange ging und bin auch jetzt ziemlich K.O. Ich hoffe, diese Nacht ist endlich mal Schlaf drin. Wäre schön. Wäre wirklich wünschenswert. Eigentlich wollte ich jetzt am Abend noch den Altar dekorieren, aber das wird heute auch nichts. Also mache ich es erst morgen zu Jul. Ja, ich hoffe, morgen finde ich Zeit dafür. Heute war halt eher der Tag ja komplett verplant für die Sitzung, aber ist auch nicht schlimm. Kann man dann ja so auch so eine Art, als eine Art Ritual für Jul sehen. Vielleicht werde ich die Tage auch noch was backen, weil eigentlich hatte ich das die ganze Zeit schon vor. Also ich würde gerne Vanillekipferl backen und irgendwann muss ich auch noch den Julbaum aus dem Keller holen und auch noch aufbauen und schmücken. Ja, das werde ich auch noch die Tage machen. Also es gibt immer noch genug zu tun. Ja, ich hoffe, du hast noch eine wundervolle Zeit. Wünsche dir was und bis morgen. Tschüss.